Hallo meine liebsten Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Visions of Mana. Jetzt geht's weiter im Geschehen. Wir wollen mit Schnellreise ein Wiedersehen. Na, wir werden ganz schlicht und einfach das so angehen. Ne? Wir müssen hier hin, den Weg haben wir ja schon. Und den nutzen wir natürlich, weil ich jetzt noch was gesehen habe. Achso, das ist die Brücke, passt schon. Jetzt habe ich nur gedacht, vielleicht ist da noch ein Weg, den wir noch nicht weitergenommen haben. Schau. Und wir betreten den Tempel. I do not like the look of this. Monsters I can handle. But this place has got to be crawling with ghosts. Huh? It isn't even ocean related. We got to take a look either way. It's our only lead about the wall. There appears to be something ahead beyond the antechamber. Nothing is moving, but we should continue with caution nonetheless. Tattoo Temper. Na, da gibt's sicher Probleme da. It's hard to tell in this light, but there's something further in. Der Tatort Temper, so. Huh. It's a turtle. No, it's not. It's a statue of a turtle. Or perhaps a monster. It's the prince from the poem! Which would mean... this sculpture must represent the princess. I suppose I see it. The turtle seems to reach out toward the princess like the prince would. Stop. Huh? Did you see that? Was that a tear? Statues can't cry. I do not see any tears. Are you suggesting that a stone carving can feel sadness? Come on, what was that poem you recited earlier? Once very long ago, a prince and princess sundered by walls of water vowed their love within the temple halls of mortar. Aha! A tear! I told you! I did see something shimmer around his eye. I surely stand corrected. It almost looked like it was reacting to your recitation, Palamina. I think you're on to something. Let's really give it something to cry about. Having fun at the turtle's expense, huh? Can you blame me? It's a crying statue! I want to make it bawl like a baby! Palamina, where are you going? You do not hear it. Such a strange sound. Du weißt, sie Prinzessin ist wahrscheinlich. She did on the cape. Let's follow her. A crying turtle? A forgotten love poem? What is going on? Best to just let Karina and Palamina handle it. Yes. Stahlgolem. Der Stahlgolem hat uns einen neuen Eintrag beschätzt. Ich drück immer die Karte, ich weiß noch. Stahlgolem. Ursprünglich war der Prototyp des Stahlgolems nicht mit der Fähigkeit ausgestattet, autonom zu agieren. Doch nun wurde seine Programmierung grundlegend umgeschrieben und er wurde als Massenvernichtungswaffe wiedergeworden. Codename SSD XGR3DT Willy. Zeig mir deinen Willy, du Hillbilly. Gut, da haben wir das auch. Aha.
Okay. Ketra-Salamander-Kerzen, um sie als Fluggefährt zu nutzen. Wenn du mit einem Hindernis zusammenstößt oder eine gewisse Zeit vergangen, steigst du automatisch ab. Oh Maria. Help us out! Yeah. Yeah. Yahoo! Got some syrup. Grizzly! Okay. For the pick-me-up. Yes! Okay, mal nachschauen, wieder auf dem Elementarbrett. 20, 22. Ich glaube, mit Morley wurde ja irgendetwas. Sein Ding haben wir vor. Ah, sie ist noch. Ja gut, man, mit ihm können wir natürlich noch die. I'm on the right track. Und da warte ich, bis ich auf die 60 bin. Dass ich mal das eine umvorkriege. Schauen wir dann den nächsten Vers. I hear the voice from the vista. Once very long ago, a princess's heart soared as she danced by her prince. But their love was forbidden in this instance. Forbidden love? Ooh, what's next? Tell me! Nix pudern, nur rudern. Unfortunately, this particular passage is all I heard this time. I cannot attest to the rest. No way that was the end of the story. There are probably other things nearby that are kind of like this. Hmm. We should check another of the rooms. Mm-hmm. I'm a sucker for forbidden love stories. I've gotta know what happened to those two. I too am immensely intrigued by this rhyming riddle. Let us resume searching the rooms. Power of men! Thanks for the pick-me-up. I feel like I can take anything on. This should make for a nice warm-up. You're mo- easy! The instant! Take this! Just what I need! Über 1000. When I regard this relic, I recall yet another ringing refrain. Once very long ago, a prince said to his princess as they danced together, he would not let her slip from his grasp whatsoever. Oh, the suspense! He might let go! Ugh! How does it end? The statue in the other room is indeed reaching out his hand to his princess. It's acting out Palomina's poem. We have to keep looking. That's another room down. You doing okay, Morley? It's nothing. I'm just not accustomed to Karina's enthusiasm for this. Ah! So. Oopsie. Huh?
Ich wollte extra schnell. Weil ich gedacht habe, vielleicht haben wir noch, kriegen wir noch einen Kampf. Aber es war eher ein Krampf. Yes! Aber okay. Ah. Oh, a subsequent stanza. Once very long ago, a princess looked at her hand now unclasped, and her tears swelled like waves as in sorrow she gasped. That liar! He said he'd never let go, and then he just up and left her? You might be too invested in this story. It does pluck at the heartstrings. Tears swelled like waves as in sorrow she gasped, right? The princess's tears must have something to do with the wall of waves, but that's all I've got so far. How could he have let go of her hand like that? What drove them apart? I have to know. The adjacent antechamber may have some answers. Irgendwie kommen wir rüber. Komm, das mal. Boah, das habe ich nicht gesehen. Taking this? Let's teach them a lesson. Take this! You're mine! Take this! Take this! Next! You're mine! Come at me! That's the last. Got it! Take this! Cool. And so the love story between the pair played out. Once very long ago, a prince remained trapped by the waves alone, waiting for his beloved dance partner to return home. How tragic! How cruel! The two lovers were torn from each other's sides! Karina is crying more than the statue. Just you wait until the turtle hears the whole tale. You'll see, he'll be sobbing way harder. Let's return to the hall and find out then, shall we? Something might have changed in the main room. I bet that turtle is bawling its eyes out by now. What if they... Now we've searched everywhere. It seems like the prince and the princess were broken-hearted in the end. We should recite the entire story and pray for their happiness in the next life. Once very long ago, a prince and princess sundered by walls of water vowed their love within the temple halls of mortar. Once very long ago, a princess's heart soared as she danced by her prince, but their love was forbidden in this instance. Once very long ago, a prince said to his princess as they danced together, he would not let her slip from his grasp whatsoever. Once very long ago, a princess looked at her hand now unclasped, and her tears swelled like waves as in sorrow she gasped. Once very long ago, a prince remained trapped by the waves alone, waiting for his beloved dance partner to return home.
May the two souls dance again together one day. Ich glaube, wir werden gegen den kämpfen müssen. Ist das nicht der? Das ist natürlich, der ist ja eigentlich der Todeskreuz, mit dem können wir dann übers Wasser reißen. Das ist dann unser. Ja, Visions of Mana war das erste Mal, oder? Haben wir dann einen Turtle gehabt? Oder ist er doch böse? Teenage Mutant Ninja Ente. Oder der Yorla. Is the prince from the story supposed to be vengeful? That's not what I pictured. Das ist eigentlich mehr als ein Riesenhühnchen. Verily, this is Vuskov, the sacred beast of legend. Vuskov, Vuskov? Who cares what his name is? He's coming right for Gustav? Us. Gustav, lass es sein, das ist nicht fein. Ich hau ihm die Goschen rein. Oje. Komm her, komm da nicht rum. Jo. Tja, du kannst, bist in der Luft und kommst einfach nicht weg. Gustav, ist jetzt unten? Did something just drop? Stop throwing a tantrum and listen. Gustav, return to your senses. He can't hear us at all. Entschuldigung, habt ihr das jetzt gehört? Ich musste voll niesen. Ich hab's nicht mal richtig geschafft, auszuschalten. Alter, es ist reinstes Chaos hier in dem Spiel. Es ist immer reinstes Chaos. Ich weiß teilweise, wie die Leute gestorben sind, ehrlich nicht. Aber es ist passiert. Aber wir haben gewonnen. Der Gustav hat sich beruhigt. Ja, tut ja weh hinten, die Fahne im Rücken, ne? Tut's leid, Gustav. Super. He seems to realize this was a simple misunderstanding.
Das ist die Prinzessin, die zwei wollen ineinander fliegen. Die wollen ineinander fliegen. Wo wollen die das physikalisch? Wie funktioniert das? Weißt du, was ich meine? Der bringt ihre um, der kann ihre ja nicht, ne? Also auf jegliche Art und Weise nicht, also körperlich befriedigen oder so. Na gut, es ist ein Spiel. He's headed for the coast, I think. Don't fall behind! Königin Tonikum. Ah, wissen wir schon, für wen das ist. He is trying to tell us something. But what could it be? We'll know once we catch up to him. Come on! Muskadruf. Eine eigenartige, riesige Kreatur, die einen Schildkrötenpanzer auf den Rücken trägt. Muskars Muskeln sind wohl lauter Vulbral angeschwollen und sein Körper stößt zornige Dampfschwaden aus. Seine Brille und seine Kappe sind mit Rissen übersät, seitdem ein silberner Waschzuber auf sie gefallen ist. Woher der Zuber kam, das weiß niemand so genau. Okay. Gott sei Dank. Damit ihr das Gott habt. My bond with the spirits burgeons. May this cultivate our connection. Wenn wir natürlich das aktivieren dann. Oma anfangen. My bond with the spirits burgeons. May this cultivate our connection. Okay. Und eine neue Fähigkeit haben wir auch für sie. Cool. Und zwischenspeichern. Let's plan our next move. Und immerhin waren wir jetzt sehr erfolgreich, wir haben Gustav besiegt. Jumpen, so in das Theater. Und für den Kampf jetzt aber keine Erfahrungspunkte kriegt oder was? Brech! Ja, wo ist er? Da zuerst hinlaufen und dann runter zum Strand. Das war jetzt zu voreilig. Ja. Muskav. I guess we can climb aboard. Du kannst dich jetzt festhalten, das ist ja. West the colors eyes. Gut. Ja, ist doch der, ja. Der Muskel. Geil, Alter. Also. Es wird so eine schöne Reise werden, ne? What is that? Ja, jetzt haben wir das Problem. Was er lebt, seit Augenbrüchen. Hold on to the flagpole, or you'll get tossed overboard. Ah.
Also ja, so eine Schildkröte. Sein Bruder, dann erklärt es einiges. Dann geht's wieder. Tatsächlich. There's another one. Another Vuskov. Two lost lovers together at long last. A fairy tale ending fit for a pair of sweethearts. And the prince and the princess lived happily ever after. And so the tale ends for our heroes. Or whatever. Hey, look, I see land. I bet it's Jutuona, the earthen continent. Thank you. Huh? Is this flute for me? Jetzt können wir den Wuskauf immer rufen. Alligator. Okay. Eine Fährenflöte erhalten. Earth and continent, you say? Jutuona was once bustling with people and commerce, like any other continent. No sign of that kind of life here. This harbor's falling apart. Gnome just doesn't have the same power as he used to. There's no time to waste. Let's head to Guju and find Gnome. There's no time to waste. Let's go. Savari-Wüste. Savari. Die Havarie. The prince found his princess. That's a relief. They look so perfect going off together. I almost started crying. Again. Now that we're here, we can head to Guju and find Gnome. Yes! Stufe 19, ja? May this momentum motivate us. Let me see. This might be useful. Honigelixier ist super. Das ist auch gut. Das heißt, dass wir nämlich bald zum alten Kontinent dann zurückreisen können, wahrscheinlich. Let us proceed, post haste. Taking this. Gut. Ja, Stufe 19, ja. 5 Level, wir waren schon höher darüber. Gut, aber ich habe schon lange nicht mal gegrindet, ne? Da drüben können wir einen Gustav rufen. Schau mal, das ist ein Schiffer noch. Okay. Gustav könnten wir hier beirufen. Aber das wollen wir ja nicht. Taking this? Noch nicht. This should make for a nice warm-up. Next! Yeah. Easy! Insolence! I've saved up quite a bit of lucre. Time for some new gear. Ja, er will immer Gier kaufen. Er ist echt gierig, ne? Es ist ja. Geht ja nicht. Wollen wir nichts. Gar nichts kaufen, was ich nicht brauche. Schon Goblin haben wir.
Ein brutaler Rüpel, der den Nervenkitzel der Schlacht sucht. Mit seiner mächtigen Axt haut er seine feinen Stücke unter sein Artgenoss, ist jedoch der Schwächste. Schön. Geisterkürbis, die was resent immens dieses Kürbises gegen Menschen sind über so viele Jahre ins Unermessliche gewachsen, dass er schließlich die Farbe gewechselt hat. Nun sind seine Explosionen zerstörerischer denn je. Toll. This is kind of exciting. Nice. Ja gut. Hier können wir speichern. Das machen wir natürlich. Und ich würde sagen, mit der Folge lassen wir es dann tatsächlich sein. Wieder mal eine kurze dazwischen. Aber weil die ja so schön gegangen ist und so viel passiert ist, denke ich, ist das in Ordnung. Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.